hat er schon immer gehabt, bei der Wohnarchitektur macht es ja Sinn, hat er diese Menschen dann schon immer. Den man hier findet auf diesen Schildern, gebaut hat und Schulman kam mit ihm in Kontakt, auf welche Weise auch immer, hat auf neue, konsequent moderne Architektur sehr renommiert. Und hat dann, also wollte dieser John Entenzer als Verleger von Arts and Architecture, wollte Eckler federführend mit dabei und unter anderem eben auch Study-Haus, also ein Musterhaus bzw. Fallstudie. Sagt Ihnen der Begriff was? Geister und Stahlblech? Obwohl, man sieht es ja an sich. Die Schauen haben ja auch immer ein bisschen was Containerartiges. Das ist eins von den Bühnenfotos. Muss man weglassen aus Platzgründen. Aber ansonsten ist es fast komplett. Herholen. Hätte man natürlich auch bloß einen Teil zeigen können und dann den anderen. Gerade bei dem Bild. Buchserie und die ist teuer genug. Und da muss man schon mal schauen. Publikationen über Schulmen muss man ja sehen. Also aus dem Taschenverlag gibt es ja das Modernism Rediscovered. Und ich habe mir mal geschworen, ich kaufe mir keine Bücher mehr. Geht man ja dann doch nicht durch, aber. Toll. Ja, ich habe den zuerst mal so auf meine Geschenke geklickt. An der Wand, ne? Findest. Und das ist einfach phänomenal. Also er ist keiner, der 1000 Bilder geschossen hat, sondern der wirklich auf das eine richtige Foto gewartet hat. Dass die Staffage ist. Das Faktor ist, ne? Und das städtebauliche. Also ich finde, das ist auch so eine ganz klassische Aufnahme von Schulmännern. Lass sie mal einfach mal an.